We are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Family Vlog. Ich befinde mich schon seit gefühlt Ewigkeiten im Auto. Ich habe nämlich heute einen Vorsorgetermin bei meinem Frauenarzt. Das ist ultra wichtig, kann ich auch nur jedem ans Herz legen, egal welchen Alters, dass man gewisse Ärzte jederzeit wieder aufs Neue im Jahr mindestens zweimal besucht, um einfach ja, die Vorsorgeuntersuchungen zu machen. The sun is shining. Ich bin auf jeden Fall gerade auf dem Weg dorthin. Treffe mich vorher noch mit einer Freundin, weil der Termin ist erst in 2 Stunden. Und ich habe gedacht, oh, jetzt fallt ihr gleich hin. Ich verknüpfe das Ganze miteinander, weil wir nun doch schon eine ganze Ecke weit weggezogen sind. Und dann kann man das wirklich immer schön miteinander verbinden. Wow, es ist hell. Nehme ich euch heute mit durch unseren Alltag. Ralfi hat frei, passt auf die Kids auf. Gott, ihr wackelt die ganze Zeit. Da müsst ihr jetzt durch. Das Wetter ist wirklich total krass. Also wir haben jetzt für Freitag und dann quasi den Rest der Woche Regen, aber dafür fast 30 Grad. Und die letzten Tage hatten wir 23 Grad, gefühlt wie 40 Grad. Und jetzt haben wir wieder nur 16. Also es ist wirklich sehr, sehr wechselhaft. Bezüglich des Frauenarztes muss ich wirklich gestehen, habe ich auch ein bisschen Muffesausen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ja, man möchte natürlich immer, dass alles gut ist, aber das erfährt man natürlich auch nur, wenn man eben dorthin geht und immer alles abchecken lässt. Ich bin auf jeden Fall ultra beruhigt, wenn das durch ist. Also ich mache heute das komplette Programm mit Ultraschall, Brust abtasten und so weiter und so fort. Und finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema im Allgemeinen. Ja, und ansonsten wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Ich muss das Brillchen wieder aufsetzen, bin auch gleich da. Und da muss ich erstmal was essen. Ich hatte auch mein Käffchen mit am Start. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen. Bis später. Wenn ich eins wirklich bis heute unausstehlich finde, dann sind es die Parkhäuser. Aber gut, ich habe einen Parkplatz sogar direkt vorm Ausgang gefunden. Parkticket einpacken. Das habe ich. Jetzt will ich noch mal einmal gucken. Maske habe ich. Portemonnaie, Schlüssel. Alles am Start, weil ich muss jetzt unbedingt noch einmal Geld holen. Zum Brötchen essen. Desinfektionsspray habe ich. Ja, dann können wir... Ich bin auch ultra schillig heute angezogen. Leggings, Sportschuhe, Schlabberpulli, easy peasy. Das kann auch wieder nur mir passieren. Ich habe natürlich was vergessen. Das Handy in der Handyhalterung. Oh. Ich wollte meiner Freundin gerade schreiben, wo sie ist. Ja, geht schlecht ohne Handy, ne? Also wieder zurück. Und so ein Handy im Parkhaus ist natürlich auch nicht gerade das Beste, was man machen kann. Zack. So. Jetzt aber. Zu Hause, habe mir gerade dieses gehypte Käffchen gemacht. Einfach Kaffee kochen, das einfrieren und dann mit Milch aufgießen. Wobei ich sagen muss, ich habe das glaube ich vorgestern schon probiert und mir schmeckt mein Eiskaffee-Rezept immer noch am besten, was wir schon seit Jahren machen. Das ist auch auf Instagram in den Highlights gespeichert, falls einer Interesse hat. Genau, das werde ich mir jetzt auf jeden Fall schmecken lassen. Ich werde die Füße jetzt hochlegen. Ralfi hat Rosalie jetzt hingelegt. Hey, die spielt in der Sandkiste. Ich habe mir hier schon meine Zeitung geholt. Die werde ich jetzt lesen. Dazu kam ich ja heute Morgen nicht. Das hat sich voll zu so einem Ritual
eingespielt, dass ich jeden Morgen meine Zeitung lese. Die habe ich ja abonniert. Und wenn die beiden, Ralfi hat sich mit hingelegt, nachher wach sind, dann wollen wir mal gucken, was wir noch mit dem schönen Nachmittag anfangen werden. Und das Wichtigste von allem, es ist alles gut. Die Untersuchung, gut, auf die Ergebnisse der Abstriche muss ich noch warten. Aber sie hat auch gesagt, sieht alles super aus, abgetastet, dies, das, Ananas. Das gibt einem so ein richtig tolles, beruhigendes Gefühl einfach. Und jetzt bin ich natürlich wieder froh, dass ich es hinter mich gebracht habe. Einfach viel, viel entspannter, wenn ich einmal im Jahr Minimum, wie gesagt, bestimmte Ärzte aufsuche, um mich einmal vorsorglich abchecken zu lassen. Denn wir haben nur dieses eine Leben und damit sollte man auf jeden Fall sehr, sehr kostbar mit umgehen. Und deswegen ist das ultra, ultra wichtig. Ich weiß, auch im Bekanntenkreis gibt es ganz, ganz viele Menschen, die immer sagen, ah, ich habe da so Angst, ich mache das nächste Mal oder ich zögere das etliche Monate oder sogar Jahre raus. Aber dadurch wird es ja nicht besser. Deswegen Appell an euch alle da draußen, lieber einmal mehr als einmal zu wenig. In dem Sinne, Stößchen. So viel zum Thema, ich ruhe mich auf der Terrasse aus, warte. Die Automaten sind immer ein bisschen zickig. Hast du sehr gut gemacht. Aber Hele und ich, wir wollten uns gerade einen Obstteller machen und haben kein Obst zu Hause. Das geht natürlich gar nicht. Super. Mama? Ja? Schnell, sonst geht das wieder auf. Ja, ich gebe mein Bestes. So, das haben wir. Das muss ich auch nicht verstehen, dass das immer in Plastik eingepackt ist, ne? Die sehen mega gelb aus. Oh ja, die sehen echt gut aus. Soll ich zweimal Paprika mitnehmen, Jona? Ja, ja. Mama, ja. Das waren die gelbsten. Die gelbsten? Dann pack mal rein, mein Schatz. Prima, Ballerina. Was brauchen wir noch? Schade, dass sie keine Himbeeren haben. Soll ich noch ein Gürkchen mitnehmen? Ja, klar. Ich glaube, zwei haben wir noch. Wollen wir Laugis mitnehmen? Ja, Laugis. Schaffst du selber? Super. Das ist auch hier eine absolute Empfehlung von mir. Das ist von ganz hinten. Und zwar trinken wir aktuell super gerne diesen Saft hier vom Lidl. Heidelbeere, Cranberry und Johannisbeere. Vielen lieben Dank. Und dann haben wir jetzt eigentlich auch alles, was wir wollten, ne? Mama! Na? Neue Sorten von Fruchtzwerge. Die Sorten kenne ich nicht. Zeig mal, was ist da drin? Heidelbeere, Erdbeer, Vanille und Erdbeere. Willst du es einmal ausprobieren? Ja. Na dann los. Die kenne ich nämlich nicht. Okay. Guck mal, was wir gerade entdeckt haben. Sieht aus wie ein Herz. Das habe ich eben schon beim Schneiden entdeckt. Das werden wir uns jetzt schmecken lassen, ne, mein Schatz? Mhm. Und das ist das Praktischste ever, was ich bestellt habe vor ein paar Monaten. Packen wir auch unsere Grillsachen drunter, alles, was wir hier draußen essen, damit schön die Bienchen wegbleiben und die ganzen Fliegen. Haben wir auch schon einige mit angesteckt. Der Papa holt jetzt gerade den Sonnenschirm, die Markise, auf die warten wir immer noch. Ich will euch mal was zeigen. Die Familie hat gerade eine ganze Melone gefuttert. Nee, du. Wir. Mhm. Kali knutscht dich gleich ab. Jetzt sind wir so träge, selbst von so einer Meloni, aber die war saulecker, wirklich, muss ich sagen. Jetzt gönnen wir uns hier noch eine Fassbrause und haben jetzt gerade einen Plan geschmiedet, wie wir die Kids richtig schön müde bekommen. Die spielen jetzt zwar noch am Spielturm, aber ich werde jetzt gleich, oder Ralf hatte die grandiose Idee, dass wir gleich noch eine Runde spazieren gehen und dann auf einen Spielplatz und die Kids richtig schön auspowern, weil heute spielt ja auch Schland gegen Frankreich, Weltmeister, wa? Das wird ja spannend. Ach, Ralf ist auch schon wieder ganz witzig. Ja, und ich habe jetzt gerade Ralf noch gezeigt, ich war doch bei Lidl und habe da einmal, damit wir ein bisschen in Stimmung kommen, Gott, guck mal, wie riesig die aussieht, die Büchse einmal hier gekauft. Ich glaube, die hat irgendwie 4,99 gekostet. Einmal für Ralfi. Für Hele habe ich einmal so ein T-Shirt mitgenommen. In Grau hat sie sich ausgesucht. Und die Mutti einmal in Weich in M. Ich hoffe, das passt. Und dann war ich wohl noch bei der Apotheke, habe neue Pflegeprodukte für Motte geholt. Da muss noch der Einkauf ausgeräumt werden.
Das muss aufgeräumt werden, aber das machen wir alles später, ne? Okay. Wir wollen nämlich schön mit Pizza und Fassbrause Schland gucken und hoffen, dass die Kids gut einschlafen. Aber dafür müssen wir jetzt noch einiges tun. Also, auf, sprach der Fuchs zum Hasen. Hört ihr nicht den Jäger blasen? Töre! Das ist verrückt, ne? Gott, sind die süß. Dann lass, hier, wollen wir die neue Karre nehmen? Ich habe eine neue Karre gekauft für Rosi. Oh Gott, die Kids sind genauso verrückt wie wir. Irrenhaus. Komm, Fadi, los geht's. Ich nicht. Guck dir mal dein T-Shirt an. Wie kann das sein, nach 3 Stunden Mittagsschlaf, dass du das echt auf die andere Seite drehst und so rumläufst? Weil das der neue Blase. Trend ist, Mann. Ach so. Ta! Ich werde jetzt wenigstens noch die Sachen, die gekühlt werden müssen, einmal schnell verräumen. Und dann, die Kids schreien schon, Spielplatz, geht's los. Diese Beutel übrigens, ne, sind unsere neuen Pfandflaschenbeutel. Die haben wir bei Netto vor 2 Wochen oder so geshoppt. Die sind riesengroß. Guck mal, Rosalie ist so groß und das Ding, so, da passen 4 Milliarden Flaschen rein. Das ist so praktisch. Das ist cool, ne? Und das hat irgendwie 6 Euro oder so gekostet. Habe ich gleich 3 Stück mitgenommen. Komm, mein Schatz, lass auf dem Spielplatz. Spielplatz! Yay! Komm mal her, Schatz, guck mal. Kann Papa mal einmal aufmachen, wie cool das Teil ist. Mach Papa sofort. Das haben wir bei, ich sag immer Toys R Us, aber das ist es nicht, im City Park bei gekauft. Für 99 oder 89 Euro, glaube ich, war das. Reduziert von knapp 160 Euro. Guck mal, wie klein der ist. Der ist perfekt fürs Auto, für unterwegs. Sowas haben wir gebraucht. Mit einem Handschlag kann man den... Ich war Norddeutschlands bester Bobbycar-Öffner. Also. Genau, erst die Sicherung. Mhm. Und dann hier, Engel. Das ist das Lenkrad. Nein, nicht die Hand dazwischen. Mhm. Da, nur einmal jetzt nichts drücken. Mhm. Einfach nur hochklackern. Mhm. Mehr nicht. Oh, entschuldige, Kalli. Wow. Ist das nicht der Hammer? Perfekt. Alles das war's doppelt. Schon. Ja. Cool, oder, Motti? Alles doppelt. Oh, bist du süß für deine Schwester auch? Ja. Das ist echt mega praktisch. Zack, zu, pack unten rein. Da hat man nämlich auch mega viel Platz. Da kommt man easy ran. Hier kann man dann in die Liegeposition machen. Fand ich echt gut für den Preis. Und hier kann man auch... Eine schöne Karre, hübsch, ne? Guck mal hier, der hat so viele Funktionen. Mega. Hier wieder rein. Und so wie Ralf den jetzt gerade mit einem Handschlag hochgemacht hat, braucht man nur den zur Seite drücken und dann kann man ihn wieder zusammenklappen. Also wirklich super easy. Nicht zu vergessen, der war auch noch mit dabei. Da können wir schön die Fassbrause reinpacken. Nein, Spaß. Aber ich finde so einen Getränkehalter immer praktisch. Dass man die Babys im Auge hat. Genau, kann man schön reinluschern, ne? Mhm. Das ist übrigens die Marke, so heißt das, Knorr Baby. Noch nie vorher gehört, aber tippitoppi. Genau, und das, was du da in der Hand hast, wenn der zusammengeklappt ist, kann man ihn halt wie so eine Tragetasche einfach hochheben. Der ist nämlich auch wirklich sehr, sehr leicht. Das war mir auch wichtig, dass ich mich nicht abschleppen muss. Wir sind zurück, haben noch einen schönen Abendspaziergang gemacht. Die Kinder sind ausgetobt und jetzt müssen wir hier noch alles bewässern. Das muss auf jeden Fall sein bei diesen Temperaturen, ne Spatzel? Mhm. Und dann geht's für euch in die Mama, Kiste. Schnuppi, das ist jetzt nicht zum Planschen. Wir müssen die Blumen gießen. Junge Dame. Fangen wir vorne mal an. Pauli, geh in Sicherheit. Kannst anmachen, Hildchen. Mit dem Aufsatz ist es ein bisschen complicated. Aber wir finden den anderen nicht. Aber allemal besser als 4 Millionen Mal mit der Gießkanne durch die Gegend zu laufen. Müssen hier auch schon wieder Unkraut zupfen. Hier wollen wir Rindenmulch hinlegen. Immer schön von unten nie oben, weil sonst kriegen die Blattläuse, mein Schatz, oder verbrennen in der Sonne. Ja. Genau. Ja? Weil wo viele Blätter dran sind, geht es nicht so gut, aber bei denen geht es gut. Dann nimmst du schon die nächste, genau, super. Na, Opa Paul, möchtest du eine kleine Dusche haben? Was hast du denn hier? Hm? Du wühlst dich auch jeden Tag im heißen Sand, ne, Schatzi? Ja, mein Schatzi.
Du bist der Nächste, der hier Geburtstag hat, ne? 13 Jahre wirst du schon. Aber erst. Und wir müssen dein Auge wieder entschleimen, ha? Sehe ich gerade. Hm? Mama, guck mal, wo ich schon bin. Zeig mal. Wunderbar. Das ist auch so ein wunderschöner Strauch. Und andere Blatt braucht auch gleich. Auf jeden Fall. Ich finde die Farbe so, so schön, wenn der blüht. Das reicht, Engel. Kannst zum nächsten rüberwandern. Mega gut machst du das. Ein richtiges Hummel- und Bienenparadies. Guck mal hier, sind sie schon alle fleißig. Die fühlen sich hier alle pudelwohl in dem Sträuchchen. Der ist aber auch wunderschön. Und weißt du, woran wir die Wasser geben? Weil den wachsen noch mehr und die Bienen können noch mehr holen. Genau. Schaut mal. Habe ich euch, glaube ich, noch gar nicht gezeigt, unsere Ausbeute. Wir waren in so einem riesen Gartencenter. Ganz viele unterschiedliche Tomaten. Doch auf Instagram habe ich es gezeigt. Denn Petersilie, Schnittlauch, Kopfsalat, das lieben wir ja auch total. Zitrone oder Joghurt. Dann jede Menge Erdbeeren. Also so ein ganzes Hochbeet nur mit Erdbeeren. Engel, ich glaube, du kannst heute sogar eine schon muffeln. Guck mal hier. Oh, die gibt die kannst du tatsächlich schon. Mund. Warte. Essen. Wow, Engel. Wasch mal einmal ab. Guck. Ich bin ja gespannt. Im Mund? Warte, die war ein bisschen dreckig. Und jetzt bin ich gespannt. Hm? Oh, lecker! Guck mal hier, was so ein paar Sonnenstrahlen ausmachen, ne? Da, Mama. Und die würde ich, glaube ich, morgen. Guck mal, die legen wir so hin. Morgen ist die ready. Dann haben wir hier einmal eine Schmorgurke, aber unsere Nachbarin fährt morgen nochmal in dieses Gartencenter. Die hatten keine normalen Gurken mehr. Dann haben wir hier Rosmarin und ganz viel weiter Kopfsalat. Aber wir haben hier halt Platz gelassen, weil wir unbedingt noch normale Mama, Gurken brauchen. Okay. Jawohl. Super machst du das. Aber die anderen Erdbeeren darfst du nicht vergessen, ne? Mhm. Und hier haben wir einmal eine Zuckerknackerbse. So eine Ranke, zwei Stück. Die haben wir in diesen Behältern drinne. Hier haben wir auch noch Erdbeeren. Mama, und hier unten. Kann ich jetzt gießen zu dir? Nee, die anderen Erdbeeren noch, Schatz, in der Mitte. Und dann haben wir hier noch einmal Minze, Dill und Zitronenmelisse. Den werden wir bestimmt noch umtopfen. Wir hatten den nämlich die anderen Jahre schon im Hochbeet im Schrebergarten. Der wächst wie Unkraut. Und hier hinten, ich war so stolz, noch eine Bananenstaude abbekommen zu haben, aber leider ist das nur eine Zierstaude und keine zum Essen. Aber egal, ich bin mal gespannt, was draus wird. Und hier haben wir noch ein bisschen Platz. Dann haben wir noch zwei dieser ultraschönen Töpfe hier gekauft. Die sind riesig und haben stundenlang damit verbracht, uns zu entscheiden, welche Hortensien wir nehmen. Vom Strauch her und auch von den Farben. Und wir haben jetzt einmal rosa genommen und einmal blau. Wobei man ja sagt, dass sich die Farben ändern, jeweils was für Blumenerde drin ist. Aber ich hoffe, die Farben bleiben so, wie sie jetzt sind. Ja, sieht sehr schön aus. Haben wir hier so am Eingang der Terrasse. Danke, Rosalie. Kannst du mir erklären, was du hier machst? Hallo, junge Dame, was soll das hier? Das ist auch so ein Wasserfrosch. Das ist unglaublich, ne? Spielt mit ihrem Trinkwasser. Und diese Hochbeete hatte ich auch schon auf Instagram gezeigt. Die sind es geworden hier auf der Terrasse. Ich finde das Material und vor allem die Farbe so schön und dass man unten auch eine Ablage hat. Und zack, war Akku leer. Ich habe es aber erst über Nacht geladen und nicht mehr im direkten Anschluss. Wir haben noch die Kinder gebadet und ja, Fußball, das war wohl ein Satz mit X. Oh, ich sehe eine Hummel. Ich wollte euch auf jeden Fall aber noch Tschüss sagen, den Vlog beenden. Ich hoffe, ihr hattet Freude daran. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, mal abgesehen von, ich kann noch gar nicht sprechen am frühen Morgen, Family Vlogs, was ihr so für Videowünsche habt. In diesem Sinne, lasst uns gerne ein Däumchen hoch, ne Fadi? Mhm. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ich kann nichts sehen, because of the sun. Wir kriegen jetzt zwei richtig heiße Tage.